Ich gehe vorne lang. Erst auch. Scheint auch der richtige Weg zu sein, weil dort geht es nicht weiter. Nee, nicht das. Hier hoch. Hoch. Und jetzt gehen wir erst geradeaus. Jetzt kommt bestimmt der OP wieder. Der Koch schläft. Plötzlich schläft der Koch. Muss er nicht unten kochen? Der ist so breit, der passt nicht auf ein Bild. Warum läuft der hier rüber? Schön. Jetzt müssen wir den Schlüssel wiederholen gehen. Oh! Ich dachte schon. Wäre es ja gewesen, wenn wir jetzt den Schlüssel nochmal hätten holen müssen. Ach, ich warte. Ich habe Zeit.
Guck gleich in die Öfen. Öfen. Ich weiß gar nicht, bin ich eigentlich überhaupt noch zu sehen oder bin ich schon zu dunkel? Das Problem ist, ich kann kein Licht anmachen, weil der Controller da angesteckt ist. Ich eigentlich das Licht sonst. So, ich muss oben durch. Bin noch zu sehen. Okay. Ist nur irgendwie schon wieder so dunkel. Okay, das muss schneller gehen. Ah nee, warte. Das Fleisch kommt jetzt hier unten drauf. Ich weiß zwar noch nicht, warum ich das mache. Hallo Fuchsrabe. Schön, dass du da bist. Leg das jetzt mit hier drauf, das Fleisch. Da oben ist ein Seil. Das kann ich doch bestimmt irgendwie lösen. Nee, ich höre nicht sofort wieder auf. Ich wollte eigentlich auf jeden Fall das Spiel heute noch durchspielen und ich glaube, ich bin erst bei der Hälfte oder so. Hast du noch ein bisschen was zu gucken? Frage ist, wie komme ich hier weiter? Oh, wait. Ich hole das Fleisch hier noch. Du stinkst nie. Das hast du einfach nur falsch verstanden. Oh. Schnell. Warte mal, hat sich das gerade weiter bewegt? Hallo Mo. Schön, dass du da bist. Ich habe dich heute schon gesehen. Phasmophobia. Warte mal.
Jetzt hänge ich hier wieder fest. Kann ich an dem Haken hochklettern? Oder kann ich nach dort hinten springen? Da kann ich, muss ich jetzt runterfahren? Ich muss da drüben rein. Durch. Und über der Leiche ist nur ein Seil. Irgendwie muss ich das doch... Muss ich da doch rankommen. Ich fahr mal kurz runter. Vielleicht muss unten erst noch was passieren. Oh. I see. Das dachte ich mir tatsächlich, Mo, weil ich weiß, dass... Oh. Dass Fuchsrabe Pinguine mag. Ich mag auch Pinguine und ich mag Erdmännchen und ich mag Giraffen. Schafft. Das war bloß eine Irreführung mit dem Leichensack da oben. Emilia, du kennst ja das Spiel. Bin ich so ungefähr bei der Hälfte? Was würdest du sagen? Dass ich das so ein bisschen einschätzen kann. Oder Bema, du kennst es doch auch. Wie weit schätzt du bin ich, Emilia, in dem Spiel? 50%? Pinguine sind auch toll. Mo mag Fuchsrabe. Mach das, Mo. Ich will dann auch gern 18 Uhr reinschalten. Mal sehen, ob ich bis dahin das Spiel schaffe. Aber schlaf schön und dann sehen wir uns quasi dann. Über der Hälfte bin ich, okay. Also ich werde zwar nur lurken wahrscheinlich, es sei denn, ich krieg mich nicht mehr ein. Dann muss ich im Chat auch lachen, aber... Mo, ich sehe dich 18 Uhr. Okay, hier kann ich mich verstecken. Aber der kommt ja so schnell aus dem... du... Okay, verstecken. Uhr streamt heute ein anderer Streamer, wo Mo und ich beide dabei sein werden. Jeder auf seine Weise. Auch einen Schlüssel. Thank you.
nur wenig im Lurk aufräumen. Well-Paket auspacken. Ich möchte wissen, was du im Paket hast. Der Katze zeigen, wie viele Leckerchen ich ihm heute gekauft habe. Alles klar, Emilia. Bis gleich. Pfandrückgabe war knapp 20 Euro. Alles für die Katz. Gut, der Schlüssel liegt auf dem Tisch. Auch ein Paket auspacken. Ich habe keins. Ich habe auch schon lange kein Paket mehr ausgepackt. Dann hast du aber richtig viel bestellt. Ich möchte auf jeden Fall deine Ausbeute sehen. Mal kurz hier drüben gucken. Ich mache ihm die Maschine an. Ich glaube, das Versteck war gut. Ich bin nur, weil ich da so geslidet bin. War das schlecht. War nur viel für mich. Rest wollte Mutti und nichts Wildes. Möchte es trotzdem sehen. Jetzt merke ich, dass ich nur circa 5 Stunden geschlafen habe. Dann mach einen Mittagsschlaf, Karin. Gegen Mittagsschlaf ist nie was einzuwenden. Du willst hier dabei sein. Du kannst ja das VOD gucken. Wenn dich das Spiel interessiert. Wieso sieht er mich? Ich wusste nicht, dass der mich dort runter sieht. Das heißt, das nächste Mal renne ich ganz raus. Das nächste Mal schmeiße ich den Schlüssel in den Fahrstuhl und ziehe den Stecker. Ziehe den Hebel. Okay.
So machen wir das. Man muss erst einmal reinscheißen, dann weiß man, wie es geht. So. Achso. Ich muss den Hebel gar nicht ziehen. So. Oh, stimmt. Okay, ich war doof. Ich habe nicht gerafft, dass ich da mit dem Schlüssel dahin muss. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. So. Und jetzt weiß ich auch, dass ich den Hebel am Fahrstuhl gar nicht mehr ziehen muss. Hallo, nimm den Schlüssel! Oh, bist du doof. Jetzt nimmt sie den Schlüssel ewig. Okay, jetzt weiß ich den nächsten Step auch noch. Oh. Meine. Irgendwann schaffen wir den Step. Ja, eigentlich muss man drüber lachen. Aber ich kann ja nicht wissen. So, das ist ja jetzt schon easy. Ja, ich habe Zeit verplempert. Nicht gut. Tempo, ja, und das ist halt gerade mein Tempo und von daher, ja. So,
Ich dachte, ich muss mit dem Pömpel was machen, aber ich anscheinend doch nicht. So. Dann wird's halt heute nichts mehr mit dem Durchspielen. Hetzt mich nicht. Ich spiele in dem Tempo, in dem ich das spiele. Ich spiele es halt auch zum ersten Mal. Also, chillt mal, Leute. Wieso kann ich mit dem Pömpel nichts machen? Ich weiß, dass das nicht als Kritik oder so gemeint ist, aber wo Emilia schon meinte, ob ich in dem Tempo spiele, ja. Ich spiele in meinem Tempo. Ich muss ja erstmal wissen, was als nächstes passiert in dem Level. Dann kann ich auch drauf reagieren. Er hat natürlich eine Putzhilfe. Okay, weiter geht's nicht. Dann gehen wir erst da hoch und verstecken uns. Es war gerade alles grün. Bei mir. Oh, hier ist eine Mulan. Ganz übersehen. Karin hat das gefragt. Das ist 60 Tage Zeit. Und wenn ich das als Highlight speichere, dann auch noch länger. Nee, nicht bei allen Streamern. Nur die, die Amazon Prime-Verknüpfung haben. Die kein Amazon Prime haben, bei denen ist es, glaube ich, nur 30 Tage. Aber bei mir sind 60. Wenn die das jetzt mal nicht gehört haben. Ich gehe mal einen Hebel umlegen.